Zofingen, mitten in der Altstadt, befindet sich der Bioladen Porta Natura. Frische Qualität, Vielfalt und der direkte Bezug zu den Produzenten der Bioprodukte versprechen Genuss und Lebensqualität. Naturkosmetik präsentiert sich im modernen Bioladen übersichtlich und in einer grossen Vielfalt. Seit 6 Jahren wird der Onlineshop mit aktuell 4'500 deklarierten Bioprodukten täglich und schweizweit rege genutzt und deckt heute rund die Hälfte vom Umsatz ab. Porta Natura GmbH aus Zofingen. Restaurant Bar Federal zu Zofingen. Das Gourmet-Lokal in der schönen Zofinger Altstadt. www.federalzofingen.ch. B-Blume. Floristik mit Herz in der Altstadt Zofingen. www.b-blumen.ch. Digimedia. Für Beschriftungen, Kleber, Plakat oder Blache. Digimedia, Ihre Werbetechniker beim Autobahnkreuz Zoftringen. www.digimedia.ch. Schwach in Schweizer Werbung. Stark in Schweizer Produkt. Möbelberger Oftringen. Hotel Restaurant Krone. Sympathische Familie- und Business-Hotel Zarbig. Bei uns ist der Gast der König. www.kronenarburg.ch. Willkommen bei der Clientis Sparkasse Oftringen. Wir sind die älteste Bank im Kanton Aargau. Kundennähe, Wirtschaftlichkeit und Kompetenz zeichnen uns aus. Wir bieten einen umfassenden Bankservice für alle Altersklassen. Wir bieten Ihnen sichere Sparkonten und Anlageformen an. Dazu erhalten Sie günstige Hypotheken und Baufinanzierungen. In Sachen private Vorsorge als dritte Säule für Ihr Alter beraten wir Sie gerne. Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Clientis Sparkasse Oftringen, die Bank an Ihrer Seite. ISP-Küchen haben für jedes Bedürfnis die passende Lösung. Sei es eine gemütliche Familienwohnküche oder eine einfache Single-Küche. Dank innovativen Ideen, hoher Qualität und termingerechter Umsetzung sind wir Ihr Küchenpartner von A bis Z. Die Küche ist das Herzstück jeder Wohnung und der zentrale Ort der Begegnungen. Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und geben Ihnen Impulse. ISP-Küchen AG Zofingen, Clientis Sparkassen Oftringen, Hegibau Rotrist und SU Event Center Oftringen präsentieren Promi to Cook. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen, grüezi. Danke vielmals, super. Grüezi. Guten Abend miteinander. Und natürlich auch ganz herzlich willkommen daheim vor dem Fernsehen. Das ist Promi to Cook, die 5. Staffel, Folge 2. In der ersten Folge haben der Vujo Gavric und Gabriela Zosso steil vorgelegt. Sie haben das Menü hergezaubert und gerade auf Anhieb 30 Punkte von möglichen 48 geholt. Das ist natürlich möglichen 36, selbstverständlich. Eine grandiose Leistung und das gilt zuerst mal zu toppen. Wir haben heute ein Duo hier bei uns auf der Bühne, das erstens ganz sicher nicht zu übersehen ist, wo zweitens einen gesunden Hunger haben, das ist schon mal ein gutes Omen, und wo drittens beides wehrschaftliche Typen sind und ich glaube, die werden alles gerne, wenn es ums Essen geht, lassen sie nichts anbrennen. Es ist ein Hobbykoch gegen eine prominente Person und ich möchte Ihnen gerade als erstes unseren Hobbykoch aus der Region vorstellen. Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für den Fritz Scheidegger. Hallo Fritz. Hallo David. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hast du deine Fans mitgebracht? Ja. Die geben Gas.
Wunderbar. Fritz, heute noch einen schicken Mesh montiert für die Sendung. Bist du einer, der so ein bisschen Wert aufs Äußere legt? Ja, man muss. Wenn man ein bisschen übergewichtig ist, muss man doppelt schauen, dass man etwas für sich macht. Gut, wobei Angst haben, dass man dich nicht sieht, muss ja nicht. Nein, das ist so. Eben, ja. Aber Kochen ist eine von deinen grossen Leidenschaften. Du machst das schon seit Jahren. Wie bist du drauf gekommen? Ja, weil ich Hunger hatte. Nein, es war der Moment, dass ich einfach einen Ausgleich hatte zu der Tätigkeit, zu meinem Job. Und daheim für die Familie etwas kochen und nachher zusammen etwas feines Nachtessen. Das ist Kultur. Das ist ein Teil unserer Kultur und das macht mir Spass. Bist du schwingbegeistert? Du hast auch schwingen schauen? Du bist auch schon mal schwingfest gewesen? Ja, bin ich auch schon gewesen. Aber es hat mich noch nicht ganz so gepackt. Es haben auch viele Beinchen rum und dann kriegt es zusammen gefährlich oder Wespe. Nein, es wird sicher vielleicht in einem weiteren Teil von meinem Leben kommen. Das im Moment bin ich sonst noch sehr engagiert. Vielleicht kannst du ja heute Abend noch ein bisschen begeistern, weil ich habe für dich einen ganz tollen Kochpartner. Er wird heute Abend den Sagmal-Ring gegen die Küche eintauschen und hoffentlich auch hier nichts anbrennen. Er ist ein dreifacher Eidgenoss, Kranzschwinger auf höchstem Niveau. Herzlichen Applaus, hier ist der Christoph Bieri! Hallo Christoph, herzlich willkommen. Kommt das oft vor, dass du den Sagmälerin gegen die Küche eintauschst? Nicht sehr oft, nein. Wie viele Mal stehst du in der Küche heute, wenn ich das so frage? Heute das zweite Mal. Ja. Das zweite Mal? Noch nie gekocht, sonst? Heute? Ja. Hast du gefragt, heute? Ah, heute schon das zweite Mal? Aber dann kochst du gleich nicht so wenig? Nein, ich habe heute Morgen gegessen in der Küche heute. Ja gut, so kann man es natürlich auch anschauen. Aber selber so ein bisschen hobbykochmässig gar nichts bei dir? Ja, ich bin schon leidenschaftlicher im Schwingen als im Kochen. Das... Und im Essen? Und im Essen natürlich. Wobei, als Schwinger braucht man ja auch ein bisschen Energie, da muss man auch richtig essen. Das ist so, ja. Du musst einfach nur noch Landjägerien stossen, oder? Nein, da essen wir schon grosse Portionen meistens. Über das reden wir natürlich nachher noch. Wir wollen dir den Fritz noch ein bisschen näher bringen, damit du weißt, Christoph, dich kennen wir, mit wem das du heute Abend zu hast in der Küche. Wir haben ein Porträt vorbereitet, Fritz. Wir schauen uns das zusammen auf der Leinwand an, oder? Würde ich meinen. Du wirst uns gerade erzählen, um was es hier geht. Das ist der Rotrist bei unserer Firma, die auf dem Hausplatz Benjamin fahren. Das ist die Firma Steinkunst, Scheidegger und Kunz in Rotrist. Und ja, wir fangen morgen an und schauen mal, ob alle schon da sind und ob alle schon gute Laune sind an der Arbeit. Das ist der Jeffrey, ist am Aufzeichnen, ist ein wunderschönes Kapellchen am Machen. Geschützt natürlich vor dem Staub, ganz ein wichtiger Faktor in unserem Job. Sabrina hat bei uns Lehre gemacht, arbeitet jetzt bei uns weiter. Ist gerade eine Skulptur machen, muss sagen, 4 Jahre hat sie gelehrt und müssen mal schauen, was die Frau kann. Also, absolut, alles Handarbeit, absolut der Hammer. Also, ich bin nur so pro forma hergestanden und habe ihr noch etwas erklärt. Sie hat es eigentlich wieder mehr erklärt. Also, absolut bodenlos gut. Wie viele Leute sind ihr in der Werkstatt? In der Werkstatt sind 6 und 4 sind im Büro. Also Verkauf und Büroadministration. Sehr naturverbundene Arbeit auf jeden Fall. Das ist absolut so. Das ist wie Schwingen, das ist auch naturverbunden. Absolut. Der Privat, wie sieht es bei dir aus, Fritz? Ja, wie sieht es aus? Einfach ein Entspannung, Erholung. Natürlich absolut in den Mountain, Dürrenrot. Ah, Dürrenrot, Emmental. Ja, Emmental, genau. Das ist die Aussicht, die wir dort oben haben dürfen. Das ist für mich Luxus. Das ist absoluter Luxus. Schau mal da, kein Nachbar, wie das junges Rössli kommst du runterzuhüpfen. Genau, oder wie heisst das, die mit dem Rüssel, oder? Ähnlich, genau so sehe ich es auch. Das ist unser Fennerhäusli, wo wir jetzt langsam softmässig am Umbauen sind. Das ist unter Heimatschutz. 815 Meter, optimal, gute Luft und wie gesagt, keine Nachbarn. Das ist ja bei uns auch noch wichtig. Dann, wie sieht es bei dir aus in der Familie? Selena, Silvana und Tanja, die ganze Familie und noch etwa 4 Hunde und 2 Papageien. Also langweilig wird es uns selten. Kommen denn die Papageien neben dir noch zu Wort, Fritz? Ja, die schnurren mehr, sie hat niemand glaubt. Da könnte alle noch schwierig werden. He? Super! Nein, Spass natürlich. Damit heute Abend ja nichts schief geht und wenn es einmal hektisch wird, euch auch jemand hilft, haben wir einen absoluten Profi hier bei uns im Studio. Begrüßen Sie mit einem grossen Applaus unseren Kochcoach, den Stevie Gut. Guten Abend miteinander. Grüße euch. Stevie, heute haben wir 2 Herren auf der Bühne, die gerne ein bisschen Währschaft essen. Aber Währschaft kochen klingt für mich auch immer schwer. Muss nicht sein. Es gibt viele klassische Gerichte, wertschaftliche Gerichte, die auch leicht umgesetzt werden können. Im heutigen Fall ist sicher
doch auch mit Kalorien verbunden. Er hat Wert darauf gelegt, lieber ein bisschen Anke zu brauchen als Margarine. Aber ich denke, es wird verdaubar sein, sicher auf heute Abend. Alles klar. Es geht um Spass, aber es geht ja auch um Punkte. Ich habe es schon eingangs gesagt, Gabriela Zosso und Vujo Gavric haben 30 Punkte vorgelegt. Und wer vergibt die Punkte? Das ist die wohl strengste Fachjury weit und breit. Herzlich willkommen heute Abend hier bei uns im Studio, der Bruno Lustenberger, Isabel Meyer und Walter Glor. Soweit so gut, genug Nettigkeiten austauscht. Jetzt geht es an die Sache. Ich würde sagen, ab die Post, oder? Ja. Auf Platz. Wir fangen an mit Kochen. Voilà. Christoph, du gehst gerade mit dem Stevie. Wir werden noch über das Menü reden, Fritz. Was kochst du heute Abend überhaupt zusammen mit dem Christoph? Ja, eben, etwas Tafs. Nein, es gibt so ein bisschen Herdöpfel und Lauch. Schönes Bett draus machen, ein bisschen Fleisch drauf rauf. Eben, das darf nicht fehlen. Nein, sicher nicht. Und dann machen wir noch ein bisschen Tuning drauf mit ein bisschen Mortadella und einem schönen, triefenden Käse oben drauf, den man schön überbacken kann. Und ein feines Dessert. Ja, etwas Leichtes mit so einer Doppelcreme. Dessert, also einfach so richtig alles, was im Weight Watchers Büchlein ist. Eben, ich will sagen, oh, wieso, aber nicht, doch, einer, der noch Weight Watcher ist, hat verloren. Ja, das kann genau so sein. Das Dessert noch? Eben, das wären so ein bisschen Zwetschgen mit einer Merenke oben drauf und so ein bisschen Doppelcreme, Gruyère Doppelcreme drauf. So ein richtiges Plätzchen oben drauf und noch ein bisschen schön ausgarniert. Und da ist schon der Christoph drauf angesetzt. Ja, der ist drauf angesetzt. Er tut jetzt mal Zwetschgensteine und sagt, das bringen wir jetzt wirklich her. Eben. Und ich bin dankbar, dass er mir hilft, sonst mögen wir nicht durch. Gut. Geben wir voll Gas. Also, gib Gas. Du tust jetzt von Herdöpfel machen. Gerne. Und dann? Ja, und nachher gehe ich irgendwann hinter den Lauch und dann hängt das Fleisch. Also, ich lasse dich machen. Da bin ich sehr froh. Danke vielmals. So, Christoph, du bist hier schon am Entsteinen. Das hast du wahrscheinlich auch noch nie gemacht, he? Mal auch schon. Ah, auch schon? Yeah. Und? Ja, das geht gerade knapp fehlen, Frieden. Also kannst du sagen, wenn es dir anreisst, gell? Nein, ich besitze nicht. Sie sind ein bisschen Nein, reich, gell? Aber los jetzt, du hast eigentlich noch eine ganz andere Verantwortung am heutigen Abend. Das ist nämlich ein Bonuspunkt für euch, ein Team rauszuholen in unserer Challenge gegen jemanden aus dem Publikum. Stevie, was hast du vorbereitet? Ja, die letzte Sendung gesehen haben, haben gesehen, dass der prominente Kocher den Rahm schlägt. Das ist auch heute wieder so. 2,5 Dezibel Rahm, möglichst in kurzer Zeit können steif zu schlagen. Das ist die Herausforderung. Ja, mit deinen Oberärmen sollte das gehen. Ja, das Gefühl. Holen wir noch das Opfer aus dem Publikum. Sind wir doch gerade gespannt, wer der Hund. Sie gumpen mich gerade so an mit ihrem Karomuster. Wie heissen Sie? Toni Kurme. Toni, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Du kannst gerade mit mir Mikro kommen. Herzlichen Applaus für den Toni, meine Damen und Herren. So. Darf ich du sagen? Ja, auf jeden Fall. Von wo bist du, Toni? Von Etiswil. Etiswil, Kanton Luzern, das kennen wir. Ja. Schönes Schloss Wir. Ja, genau. Siehst, ja. Ich habe mich vorbereitet. Ja. Schau, du musst, dass ich komme, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur auf dich gewartet. Ich habe mir die Zeit 2,5 Dezibel Rahm. Hast du schon mal einen Rahm geschlagen von Hand? Nein, weil ich nicht auf Süßes stehe. Ich habe lieber das Wirtschaftsfleisch. Ich bin der Meinung, auch das solltest du mal lernen im Leben. Schau, darum fangen wir doch an. Sind ihr parat, Christoph? Ja, also, der, der zuerst den Rahmen steif geschlagen hat, gewinnt. Achtung, fertig, los! Das Publikum darf natürlich auch mit feiern, oder? Mal, Fritz. Wobei. Mal, Toni, was sagst du? Machst du das nicht? Ja, das... Eben, mit Gewinn schaffen. Eben, ja, das sieht man. Ich arbeite beim Berg, aber ich kann es nicht umlegen. Während dem schaffen wir nicht. Das ist der Beweis, dass beim Berger nicht auf dem Sofa rumliegt, gell? Aber Christoph, ich hätte schon gedacht, dass du noch ein andere Power reinbringst. Als Schwinger. Ja, ist schlimm. Machst du doch echt kein Armtraining? Nein, nicht. Schau jetzt, das Publikum hilft mit. Jawohl, jetzt wird es langsam fest. Ich sehe es. Aber Toni, ein bisschen Führung. Hey, halt, das ist beschissen natürlich. Das kommt gut, Toni. Du machst es perfekt. Du bist fast am Ziel. Hey, so, wie kommt das?
Das hättest du dir auch nicht unter Kochen vorgestellt, gell? Nein. Hat dir niemand gesagt vor der Sendung. Absolut. So. Mal, stopp. Fertig. Mal. Also, wir könnten noch lange, aber ja, bei dir ist noch super. Bei ihm ist wenigstens schon eine Masse. Ja. Obwohl bei dir die Hälfte daneben ist. Aber dann kannst du ja den Kleider noch daran probieren. Los, Toni, du gewünschst. Es tut mir leid, Christoph, aber da bin ich einfach streng. Gratuliere, Toni. Los jetzt, wenn ich es dann noch schaffe. Ich habe für dich noch eine Überraschung. Und zwar ein 100-Franken-Gutschein für Jobi. Wow. Gut, Profi-Schwingbesen kosten mit Motor oder so. Also. Alles Gute, Toni. Danke. Schönen Abend. Ganz herzlichen einen Applaus, meine Damen und Herren. So, nehmen wir da mal auf die Seite. Du kannst da schon weitermachen, gell? Gut. Tu dir keinen Zwang an. Was ist eigentlich bei dir so ein bisschen Lieblingsessen? Vieles. Ja. Fleisch. Fleisch. Alles andere ist Beilage. Schweizer Fleisch. Schweizer Fleisch. Aber gibt es so ein Menü, wo du sagst, wenn das Mami daheim für mich parat macht, dann ist bei mir Geburtstag und Weihnachten miteinander? Viel im Teig. Ja, das ist nicht schlecht. Das nehmt ihr jetzt also auch noch. Aber reden wir doch manchmal über die Ernährung. Wir haben ja vorher schon ein bisschen das angeschnitten, das Thema, so als Schwinger. Das ist auch ein bisschen ein Hochleistungssport geworden. Wo man auch die Ernährung ganz anders anschaut. Wie ernährst du dich jetzt? Also, ich habe nicht einen fixen Ernährungsplan. Ich schaue sicher, dass ich nicht alte Gordon lösen. Aber sonst sicher auch abwechslungsreich. Ja. Aber zum Glück ist es kein Ausdauersport. Das heisst, es kommt vielleicht gleich nicht ganz so darauf an, wie jetzt bei meinem Viktor Rötlin. Ja. Genau. Aber natürlich den ganzen Schocki essen könntest du natürlich auch. Ich kann es schon gerne, aber ich tue es auch schon ein bisschen unterdrücken. Muss wohl oder übel. Fritz, du kannst schon gut eingreifen. Ist bei dir schon, kocht bei dir der Stevie weiter? Nein. Aha. Er hat mich vorgeschickt. Ah, warum Stevie? Warum hast du ihn vorgeschickt? Ich habe gedacht, dass er noch einen Gröckli, gerade den Christoph, auch instruieren kann in die nächsten Schritte. Gut. Tue ich einfach hier ein bisschen verwalten. Also es ist nicht so, dass ich ihm die ganze Arbeit abnehme. Auf keinen Fall. Aber du bist zufrieden mit der Arbeit von Ihnen zwei bis jetzt? Das sieht gut aus, mal. Also ich denke, sie kommen gut rein jetzt. Gut. Mal. Schweins gibt es heute Abend, es gibt Lauchgemüse, es gibt Zwetschgen. Und da brauchen wir natürlich auch das passende Getränk dazu. Für einen edlen Tropfen, da haben wir für Sie den absoluten Profi heute im Haus. Und zwar von der Niederhäuser Getränke AG in Zofingen. Sie werden Ihnen jetzt gerade heute Abend hier einen Wein präsentieren, der zu diesem Menü nicht besser könnte passen. Einen herzlichen Applaus, da ist Silvana Egerter. Silvana, guten Abend. Du hast heute ganz edle Tropfen mit einer wunderschönen Etikette mitgebracht. Was ist das für ein Wein? Das ist aus einem eigenen Import, den wir bei uns im Haus haben. Eine Tempranillo-Traubensorte. Kommt aus Spanien. Von der Bodega Maria Amparo Repiso. Ist ein kleines Weingut mit etwa 25'000 Flaschen, die sie produzieren. Etwas ganz Leckeres. Ist es etwas Kräftigeres in dem Fall, zum Schweinsfleisch? Es ist etwas kräftiger, ja. Hat einen minimalen Holzausbau, ist aber nicht sehr so schwer, ja, dass es dann überwiegt. Eben, so. Das wäre genau. Auch schade. Das wäre der Schade, komm, genau. Du musst noch nicht nur erzählen, ich will probieren. Ja. Oh, da sieht man gerade an der Farbe, ganz typisch. Genau, Tempranillo, sehr eine dunkle Traubensorte, das sieht man auch gerade im Glas. Mhm. Von den Aromen her dunkle Beere kommen zum Vorschein. Wirst du es jetzt gerade merken, wenn du es probierst. Mhm. Also etwas ganz Leckeres. Mhm. Man sagt ja jetzt eigentlich auch immer bei so einem schweren Wein, dass wenn er langsam das Glas ablaufe, dann hat er mehr Alkohol. Stimmt das? Es ist so, es gibt meistens so Fenster am, ja, am Glas und das ist eigentlich dann das Glycerin, wo immer, also wo mhm, die Fenster gibt. Genau. Aber dann stimmt das, oder? Das stimmt. Ja, ja, hättest du schon ein bisschen, ja, Stärkes bringen. Mm, ja, wirklich. Fabelhaft, fabelhaft. Mal, und auch bei euch wahrscheinlich in rauen Mengen erhältlich, gell? Natürlich, Sex, selbstverständlich. Exklusiv bei uns. Wunderbar. Ja. Danke genau vielmals, dass du uns den Spitzenwein vorgestellt hast. Silvana, ganz schönen Abend. Herzlichen Applaus noch einmal. Merci vielmals. Wir wollen wir Ihnen hier natürlich noch zeigen.
Wow, Fritz, das Fleisch ist da vorne. Das freut den Christoph. Ja, nicht nur ihn. So, du tust gerade jetzt Plätzchen würzen. Jawohl. Was für ein Gewürz hast du? Eine Eigenmischung mitgenommen? Ja, ganz verständlich. Was ist da drin? Eine Eigenmischung. Das ist ein spezielles Rezept. Das ist einfach eine gute Sache. Eben, du selber bist den ganzen Tag auf Achs. Wer dich kennt, weiss, du bist ein Tausendsassa. Du bist von morgen bis abend nur am Umspringen. Geht nicht, gibt es nicht. Ist Kochen für dich auch ein Ausgleich? Absolut, selbstverständlich. Ich denke, das ist wirklich toll. Ja, wenn man zu Abend, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn man zu Abend wirklich zusammenhöckeln und zusammen ein reden, was durch den Tag passiert ist und ja, was ein gegangen ist und so zusammenhöckeln. Und das ist eben genau das Problem. In diesem Augenblick nimmt man eher mal ein bisschen mehr Dessert oder noch ein Krümel dazu. Du bist am Schwätzen und ein feines Schlückchen Wein. Und, ja, das ist so ein bisschen die Sache. Ist dir auch schon mal etwas so richtig abverhängt? Ja, schon manchmal. Erzähl. Ja, das Haus erzählen. Fast brennt hat. Ja, das so schlimm ist es nicht ganz gewesen, aber es hat also schon Momente gegeben, wo meine Töchter gesagt haben, also hast du schon besser gekocht. Aber das soll ja ein Ansporn sein, wieder besser zu werden und nicht den Kopf zu lampen. Gibt es etwas, was du nie in deinem Leben würdest essen, wo du sagst, da würde ich nicht einmal anschauen? Ja, es geht. Sauerkrautsalat haben wir mit Wacholderbeere früher so viel müssen essen, dass ich den Sauerkrautsalat mit Wacholderbeere, ich glaube, das ist etwas Einzige, was ich... Schwor, sonst ist es alles von Meeresfrüchte, Fisch, alles. Alles tiptop. Muscheln habe ich eine Allergie. Ja. Also die ich nicht so gerne habe, sollen mich einladen und Muscheln runterfallen. Dann wird es mir leicht anders. Aber sonst passt es eigentlich schon. Jetzt hast du hier deine Plätzchen im Ei, jetzt musst du sie panieren. Ja. Dann müssen sie hier schön ins Ei rein. Genau. Du machst das in der Pfanne, das Fleisch, hein? Ja, es wird angebraten in der Pfanne, bis es in der Ordnung ist. Und nachher kommt es dann noch eine andere Backofen rein. Und panieren wir vielleicht für alle zusammen einen kleinen Tipp, aber ich nehme an, das wissen alle zusammen, die auch gerne ein bisschen kochen. Beim Paniermehl ist natürlich schon ein riesiger Unterschied, ob man Paniermehl nimmt oder Brösmeli. Das sind effektive Brotbrösmeli. Hast du selber gemacht? Ja, nicht ganz. Ich habe es machen. Ja. Okay. Da gibt es Bäcker, ganz tolle, die so Brotbrösel mit dem alten Brot machen und die kann man noch verkochen. Von denen haben sie ja genug. Das ist genau so. Also, wenn wir mal bei der Fachjury nachfragen, ja, wie sie da deine Kochkünste sehen, Fritz, ob sie da auch das so sehen, dass du das gut machst. Und zwar haben wir hier Bruno Lustenberger, Isabel Meyer und Walter Glor. Bruno, der ist da gerade voll am Panieren. Bist du auch einer, der nur mit Brösmeli paniert? Ja, sicher, ja. Also es sieht gut aus, sie geben Gas die zwei hier, das kommt gut zu oben. Bist du froh in Mutes? Also ich glaube im Moment schon. Würdest du noch probieren? Ich glaube schon, ja. Gut. Der Christoph, schau mal, wie streng das es gerade hat, Isabel. Das tut mir auch, er hat wahnsinnig streng im Moment, aber ich glaube, irgendeiner muss ja das Zeug auch kontrollieren. Eben. Ja, finde ich auch. Das ist die halbe Miete. Die halbe Miete. Kontrollieren, delegieren. Genau. Machst du das auch so? Ja, manchmal schon, ja. Dann das Fleisch, heute tun wir es anbraten, wie in der letzten Sendung. Das freut natürlich das Herz, ja, gell? Mein Herz freut das natürlich, wenn jemand gerne Fleisch hat. Ich habe nichts anderes erwartet von diesen zwei Herren, dass sie gerne Fleisch haben. Walter, du bist ein absoluter Dessert-Spezialist, darf man glaube ich auch sagen. Begeistert dich die Auswahl vom Dessert heute Abend? Das bin ich gespannt, ja. Es sieht gut aus, klingt gut und ich freue mich jetzt zu probieren nachher. Hast du schon so Sachen gesehen am Abend, wo du mir sagen, da hätte ich jetzt anders gemacht? Flaschen Zwetschgen dort, die schaue ich an. Also, ich weiß nicht, die ist immer noch voll. Aber... Ah, das ist das, was nicht passt, dass sie noch voll nein, ist? Nein, ich weiß nicht. Okay. Ja, sieht gut aus. Gut, lassen wir uns überraschen. Herzlichen Applaus, danke vielmals unserer Fachjury. Stevie, vielleicht ganz kurz. Du hast jetzt so, bist voll am Helfen, am Eingreifen. Haben wir ein Zeitproblem? Ja, eingreifen in dem Sinn nicht, dass wirklich irgendwie ein gravierendes Problem rum ist. Es ist mehr halt wirklich Koordination in dieser kurzen Zeit. Auch das Schaffen auf zwei Arbeitsposten, Kommunikation, die ich halt zwischendurch wirklich ein bisschen vermittle. Kleine Tipps geben, einfach so ein bisschen vom Timing her, Herdöpfel auch. Die Pfanne schon warm, dass er gerade weitermachen kann, dass man einfach wirklich nicht zu viel Zeit verliert. Oder? Und das ist ganz etwas Wichtiges bei so einem kurzen. Er hat jetzt gerade panierte Schnitzel hier anbraten. Was ist das Entscheidende, wenn man das macht? Dass die Temperatur stimmt, da kann er sicher jetzt noch etwas rauf, habe ich das Gefühl. Dann haben wir das Öl auch schon drin, dass die Pfanne wirklich warm ist. Öl zuerst. Haben wir uns entschieden, dass er sie mit einem Öl innen anbratet. Und nachher, wenn er auf beide Seiten anbratet, dann gibt er ein bisschen Butter dazu, auch für den Geschmack, dass wir auch wieder Kalorien erreichen.
Und nachher gehen die auf dem Blech in den Ofen, um einfach wirklich bei einer niedrigen Temperatur durchzuziehen, bis er sie dann fertig machen kann. Aber ich muss sagen, der Fritz mit seinem Kochhut hat schon eine Stilnote verdient. Sehr adrett, der Gell? Auftritt, finde ich auch mal. Auf alle Fälle. Wo ist die Mütze her, Fritz? Ja, ich durfte ins Skilager gehen, letztes Jahr, und da durfte ich Dürrenroten-Schüler kochen. Ja. Das ist auch ein Aufruf an alle zusammen. Es gibt immer weniger, dass noch jemand mitgeht kochen. Mhm. Und da ich relativ schnell schwitze, habe ich gedacht, es ist vielleicht ein bisschen unhygienisch, wenn der Schweiß in das Waren nie läuft. Da habe ich mir gedacht, der Kochmütze. Und bei den Kindern bin ich dahinter so rumgelaufen. Und jetzt heute Abend habe ich gedacht, machen wir ein bisschen nach Korporal. Jetzt ziehen wir ein bisschen nach links. Tipptopp. Aber die Kinder sind ja alle wieder gesund heimgekommen, in dem Fall. Ja. Also die Eltern haben reklamiert, etwa 1-2 das Kilo mehr drauf. Aber lieber, als wenn sie verhungert heimgekommen wären. Christoph, ist dir langweilig? Ja, es geht. Hast du keine Arbeit, Fritz? Oh, ich habe schon noch Arbeit, das kommt schon gut. Das ist halt ein bisschen, ja, das ist... Meine Frau sagt auch immer, es ist mühselig mit mir. Ich bin halt schon ein bisschen gewöhnt, alleine zu kochen. Aber wenn jetzt du die kehren könntest, bei einer Minute wäre ich sehr dankbar. Also er muss einfach das Eich machen für dich. Sag es doch gerade ehrlich. Nein, das ist ganz etwas Wichtiges. Ah, ja. Ja klar, ich meine, wir sagen immer wieder das Eich und meinen, dass... ich glaube, das Eich ist ja das, was das Fundament ist für die Leute, die das Gefühl haben, sie haben ganz wichtige Jobs. Also wenn wir das Eich nie mehr hören lassen, hätten wir einen Haufen Güsse ums Haus herum. Guckst du eine Schüssel? So. Da brutzelt schon richtig in dieser Pfanne. Ja, gerne. Das Lauchgemüse. Divi, kann Lauch eigentlich auch zu fest gekocht sein? Ja, wenn er natürlich zu lang oder zu fest gekocht ist, dann verliert er die Farbe, oder? Wird so gräulich, wird braun und der frische Geschmack geht schon auch verloren. Aber das hat er jetzt sogar nicht schlecht gebracht. Er hat es gut gebracht, ja. So ist natürlich ein anderer Trick, ist, dass man den Lauch wirklich nur kurz, schnell wirklich im kochenden Wasser blanchieren, im Eiswasser gerade wieder abschrecken. So tut man wirklich das Chlorophyll, das Blattgrün auch sehr gut erhalten und kann nachher den Lauch noch mal anschwenken. Okay. Der Christoph ist schon ganz spannungsgeladen, kann sich kaum erwarten, das Fleisch zu wenden. Das habe ich abgestellt, genau. Achtung. Du bist da bei der Schnitzel, gell? Die genau. Sehen auch schon. Wenn man hier ist. Doch gut aus. Ja, du siehst es relativ gut. Wenn du so am Rand schaust, kommen sie jetzt so einen leicht goldigen Rand über. Ich würde es vielleicht noch ganz kurz schnell sein und nachher kannst du sie kehren. Genau. Wir haben hier auch noch Brotkellen, dass wir nicht gerade mit der Gabel reingehen, weil sonst haben wir den Teflonbelag von der Pfanne noch gerade ruiniert. Das ist Fritz gleich, hat jetzt selber unseren Posten oder die Pfanne. Ist ja schön, was man in gewissen Momenten nichts muss sagen, wie die Pfanne angetroffen hat. Gut. Okay, ich glaube, jetzt sieht das gut aus. Jawohl. Man sieht schön den goldenen Rand, den goldbraunen Rand auf der Seite. Dass wir die Christoph in Action! Ja, schön, er kehrt das Fleisch. Und jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo wir noch einen Flocken Butter dazugeben können für den Geschmack, bevor wir noch mit diesen Schnitzel wirklich offen wandern. Die Herdöpfel sind ja noch nicht fertig, so, oder? Fritz, was machst du noch weiter mit denen? Die Herdöpfel, die tun wir nachher noch einmal in der Pfanne rein schwenken. Mhm. Und tun sie nachher kurz vor dem Anrichten noch einen schönen bisschen, mit Anker tun wir sie schwenken und nachher gibt es noch auch einen für den Geschmack. Einen Geschmack ein bisschen gut, genau. Mhm. Okay. Richtig. Der Dessert, wie weit ist der eigentlich? Ja, der kommt gut. Der das kommt ist gut. Noch kurz gut. Ah. Das ist noch bereit sein. Ja. Gib ab. Ja. Und schaust du da, nehmen wir hier noch ein bisschen zurück, sonst haben wir hier gerade ein bisschen viel Hitze. Der Christoph schaut gerade die 4 Stück Fleisch an und denkt, wer wohl der Rest, ja, was die anderen überkommen, gell? Genau. Aber noch eins darauf zurückzukommen, der Schwingsport, ich habe es vorher angesprochen, hat sich gewandelt. Er ist nicht mehr gleich, man muss mehr trainieren. Genau. Spürst du auch, dass ein anderer Druck ist? Ja, es kommt immer darauf an, was man will. Es ist nach wie vor ein Amateursport. Oder? Also, es gibt auch die nicht so viel trainieren. Am Sonntag gehen schauen, was gibt bis zu oben. Mhm. Und es gibt auch die, die es bald einen Spitzensport ähnlichen Rahmen machen, wie mir oder wie ich. Und wenn man dabei sein muss man schon etwas auf sich nehmen. Aber ich glaube, solange die Leidenschaft gross ist, ist es kein Problem. Für dich nie ein Thema gewesen, Fußballer zu werden, Tennis spielen, Eishockey? Ich habe viel probiert, das Uni-Hockey, Handball-Goalie habe ich mal gemacht. Mhm. Aber im Schwingen bin ich seit 10 Jahren immer treu geblieben und
ja, ich bin glücklich, dass ich so gewählt habe. Und ich glaube, wenn du so in einer Arena stehst, Tausende von Zuschauern, alle essen eine Servela, sind friedlich miteinander, ist es sicher auch spassiger für dich als Sportler, als in einem Fußballstadion, wo die Münzen zu fliegen kommen. Ja, wenn das Klatschen gewonnen hast, macht es am meisten Spass. Eben, das macht auch Spass, natürlich. Was war für dich so das grösste Highlight bis dahin in deiner Karriere, für dich persönlich? Ja, sicher Teilnahme an den Eidgenössischen, nur schon dick kannst du dabei sein und eben die Atmosphäre erleben, die du erwähnt hast, mit diesen vielen Leuten, das ist schon ein riesiges Ereignis. Und der grösste Erfolg ist vielleicht nicht unbedingt mal sportlich, sondern mehr, dass man mir überhaupt zugetraut hat, um eine Schwingung mitschwingen, die letzten zwei Mal. Die Anerkennung der Leute, dass sie einem die Leistung zutrauen, ist echt für mich der grösste Erfolg, wenn jeder Kranz gewinnt oder jeder Festzeug eigentlich. Okay. So. Oh, Fritz, jetzt haben wir hier ein Schnitzeli. Jawohl. Jetzt hast du eine Mortadella draufgelegt und was? Genau. Und oben drauf? Ich habe einen ganz feinen Emmentaler, so einen richtigen gereiften. Kommt dir dann noch ein bisschen Anker oben drauf am Schluss? Ja, ich glaube, das wäre jetzt noch ein bisschen übertrieben. Ja, noch gefragt. Ja, ich denke, ich habe nur eine Antwort gegeben. Soll ich das schnell aufmachen? Sehr so. Gerne. Hoppa. Super. Auch wenn wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wie viele aufpassen, Minuten? Dass wir da ein bisschen auf den Punkt bringen. Ja, muss ein bisschen reinschauen, dass das gut kommt. Genau, ja, das hast du mir gesagt, das ist ein relativ heikler Punkt. Ja, dass sich das Ganze nicht scheitert. Relativ heiß im Ofen, 200 Grad. Genau. Hast noch den Grill von oben her. Richtig. Umluft. Und dass der Käse willst du wirklich verwutschen, bevor er noch schon das Fett ein bisschen geht. Genau, richtig. Dass er wirklich einfach schön flüssig weich ist, aber noch nicht schon richtig ausläuft. He? So, wir kommen bald einmal in die Schlussphase, aber ich glaube, wir sind voll in der Zeit, genau. Gell? Dann würde ich doch sagen, du hast die Herdöpfel ab und dann können wir auch schon das Dessert anrichten, bevor wir den Hauptgang noch fertig machen, oder? Die zwei machen doch das super vor. Gern sehen mal einen Applaus, meine Damen und Herren. Ja. Man merkt jetzt auch, jetzt kommt so langsam die Ruhe vor dem Sturm. Fritz, jetzt musst du wirklich ein Juffeln machen und tun, um ein Menü reinzubringen. Jetzt kommt so die Schlussphase. Geht's? Ja, tipptopp. Gut. Jetzt schwenkst du die Herdöpfel mit dem Lauch in Butter, das hast du mir vorher erklärt. Das Fleisch ist hier im Ofen, schau nicht rein. Mal, der Käse fährt schon an Schwitzen, das kommt gut, ja. Würdest du auch sagen. Tipptopp. Sind ihr zufrieden? Mal. Ja, das ist gut. Bin ich froh. So, Fritz, wie bist du eigentlich zu deinem Metier gekommen? Steinbildhauer ausbilden, da bist du selber nicht. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in diesem Metier zu arbeiten? Mit 28 in Herzenbach, Job verloren, Frau verloren, noch einmal neu angefangen. Nachher schnell etwa zwei Jahre zu Russland gewesen, mit ein paar Abständen. Und das Gefühl hatte, Ersatzmachtbefriedigung ist uninteressant. Und bin vorher im Verkauf gewesen. Und ja, da habe ich gemerkt, dass relativ viele gute Künstler in der Schweiz sind. Aber der Künstler hat ein das Problem, dass er sich nicht vermarkten kann. Und dann bin ich ganz toll auf seine Stasi, auf meinen Geschäftspartner gestoßen, bei einem Mitbewerber. Dort haben wir gelernt, wie man es nicht macht. Und von dem her haben wir gute Grundvoraussetzungen gehabt, für die Firma zu gründen. Und so ist die Firma Steinkunst entstanden. Toll. Steinkunst ist das eine, das sind aber verschiedene Standbeine natürlich. Ja, das ist so, absolut. Wir haben hier wirklich verschiedene Standbeine. Wir haben sicher das Klassische, das man vom Steinbildhauer kennt, ist der Grabstein. Mhm. Aber Skulpturen, Brunnen, also wirklich alles, ist eine gute Sache. Wir haben gerade vorletzt auf jemandem die Robeli geliefert, mit dem Hinkelstein am Rücken zum 50. und haben alle noch Freude gehabt. Man hört immer wieder, dass die Leute sagen, es ist jemand gestorben, hat einen schönen Grabstein verdient. Manchmal finde ich es schade, dass man das Geld nicht zur Lebzeit ausgeht und etwas Wunderschönes in Garten nicht tut. Das tut mir manchmal ein bisschen weh. Du musst mir jetzt doch keinen Stein verkaufen, jetzt musst du schauen, dass deine Herdöpfel nicht anbrennen. Ja, du hast gefragt, die Antwort gegeben. Wir schauen, dann können wir dir bitte essen. Also. Kommt gut. Kommt gut. Was schaust du? Alles klar. Dort hast du jetzt Zwetschgen. Tipptopp. Hast du vielleicht noch für den Christoph etwas? Ja, das habe ich. Jetzt habe ich dir etwas für dich. Du könntest die Zwetschgen so schön reinzwetschgen. Wenn man ist, vielleicht 12 Seiten.
Ja, haben wir. Schau doch hinten, kannst du dich bedienen, wie verrückt. Bei das kenne ich von vorhin. Ja, du kannst auch das nehmen. Wenn du mit dem noch nimmst, dann hast du noch ein bisschen Soße dazu. Das ist keine Teflonpfanne, da dürfen wir ein bisschen kratzen. Dass dir wieder recht ist für alle. Du darfst ja gerne ein bisschen noch von der Soße probieren, ob du es zu süß findest oder zu gewürzig. Und dann kannst du ein bisschen probieren, wie es dir dunkel ist. Ja, gerade heiß wird es auch schon ein bisschen sein. Was man ja auch viel sieht, die wie bei solchen Desserts, sind ja zum Beispiel Nelken, die man noch reiten könnte, so ein Gewürz und so. Weißt du, bei so Zwetschgen-Desserts sieht man auch noch viel, dass man so ein mit Gewürz noch nachhilft? Ja, er hat ja dort jetzt auch so ein bisschen Muskatnüsse, Zimt, Ingwer, Kardamom. Das sind sicher schöne Gewürze für so ein Zwetschgen-Kompott. Gerade im Herbst natürlich, passt ja, wunderbar, genau. Toll. Mal, also das Dessert ist auf gutem Weg. Ich würde das sagen, ich habe vorhin auch gerade hier geschaut. Auch hier mit dem Fleisch ist er sicher im guten Muss das Bereich. So sein, dass die Herdöpfel nicht unkontrolliert vor sich auch nicht dampfen? Ah, der Stevie schaut. Ja, ich schaue ich das schnell. Okay, gut. Danke, vielmals, Stevie. Sehr gern geschehen. Also, haben wir Teller. Teller? Teller habe ich dir in der Wärme schon. Tipptopp. Da, mach dazu. Ah, danke. Das Fleisch, ja, das ist gut. Ja, jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Zufrieden. Jetzt kommt es ganz gut, ja. Super. Ja, ja, da dürfen wir nicht wahnsinnig viel geben. Ja. So, jetzt sind wir wirklich in der heißen Schlussphase. Jetzt geht es ums Anrichten. Dessert bis 3 kommt gut. Da haben wir noch die Meerschalen, die reinkommen am Ende. So. Top. Okay. Könntest du eine schwierigere Aufgabe haben, gell? Also von dort her kannst du dich gar nicht beschweren heute Abend. Ich habe nachher gut das Gefühl, es ist die wichtigste Aufgabe, weil das ist ja der letzte Eindruck, der bleibt, oder? Nachher bei der Testperson. Also. Absolut, ja, also, so haben wir es auch gesehen. Das ist ja so, absolut. Also von dort her nicht zu verkennen. Das ist gut. Wenn wir alle gehen. Sieht gut aus. Ich denke, vom Saft, gell, dürfen wir schon auch ein bisschen über die Zwetschgen noch geben. Fritz? Ja, gerne. Ja, dass wir den Saft noch etwas verteilen. Ich denke, das könnte Ausschlag geben, als nicht nur ein 9,75, sondern eben wirklich ein glattes Zähnchen. Genau. Und dort die Schnapsflasche ist nicht für nach der Sendung, da können wir dann noch etwas drüber einträufeln. Ah, von dem willst du also doch auch noch, nicht nur im Glas, nein, sondern so nicht. Da würden wir wirklich noch etwas drüber einträufeln. Gut, das lohne ich dir, dass du das wirklich kannst dosieren kannst. Ja, das ist doch in der Ordnung. Ja. Super. Wir wären ja blöd gewesen, hätten wir einen Verdunst, gell? Jawohl. So. Ja, das ist gut. Schön. Das ist das Gemüsebett. Genau. Genau. Ich denke, nein. Mal, also wenn du jetzt eine Büzerbeiz hättest, du wärst weit oben bekannt für die grössten Portionen. Das ist genau so. Muss ich sagen. Fritz, aber das kommt gut. Fritz, ja. Wie Menge für deine Emmentaler Meringue kannst du empfehlen? Ja, du, mach nur eine ganze Meringue magst du auf die Menge Zwetschgen gut verleiden. Dann nimmst du Doppelcreme und flatschst wirklich zwei Flatsch drauf. Also ähnlich wie wenn der Maurer am Spachteln ist, darfst du wirklich Gas geben. Also stäuben darfst du es nicht, gell? Ja, das ist aber noch schwierig. Genau. Nichts drauf. Also voll. Ja, kannst du schräg drüber. Oder kannst du eine Klappe drüber. Also ja. Es kommt da noch das Fleisch drauf, genau. He? Ja. Gut. Kommt noch das Fleisch drauf? Genau. Ja, die kannst du wirklich ruhig genug geben. Das Tüchli, ich mache den Ofen auf. Mal, jetzt sind wir in der heißen Phase. Genau. Im wahrsten Sinne vom Wort, da kommt nämlich jetzt heißes Fleisch. Ah, oh, wie das fein aussieht. Trauma. Fein. Für jeden zwei nehme ich an, gell? Nein. Diese zwei sind Reserve genug für mich. Darum für habe ich hier zwei Täschchen, nehme ich links und rechts eins drei. Ja, ja. Oh, schön gemacht, Fritz. Toll. Ja. Jetzt können wir noch schnell das Dessert rennen, noch schnell so fertig machen. Und der Basti. Das wäre ganz lieb, merci. Super. Mal. Sollst du noch dekorieren? Ja, machen wir noch ein bisschen Blätterstaub. Oh, das ist herbstlich. Genau. Toll, das ist noch so Früchte. Und vor allem ist auch das Gericht sehr einfach, bodenständig und vor allem auch zahlbar. Gut. Das Dessert ist fertig. Der Schnaps noch, aber das... Der Schnaps noch? Weißt du nicht, wohin? Tipptopp. Also kannst du noch ein bisschen draufkleckern. Gib ihm noch ein bisschen. Ja, die probieren, die haben Hunger, haben sie gesagt. Nur ein bisschen noch. Super. Der Schnaps kommt einfach so ein bisschen am Rand drauf. Ja, genau. Also wirklich nur ein bisschen träufeln. Das ist für einen guten Geschmack. Gut. Tipptopp. Hammer. Sieht das nicht super aus, geschätztes Publikum?
Also, wow. Dann sind wir durch, gell? Fast. Kommen alle rüber? Jawohl. Wir haben noch ganz... Da kommt noch etwas drauf? Ja, noch Sternchen. Im Emmental haben wir so einen schönen Sternenhimmel und mit uns hat noch ein wenig Sternchen dort. Machen wir noch Sternchen her. Gut. Ja. Das ist nicht der Weihnachtsstern, das ist der Herbststern. Jetzt gibst du aber alles, du. Jetzt gibst du alles. Ja. Schön. So. So, dann haben wir hier... Danke vielmals. Den Hauptgang und das Dessert. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Applaus. Schön. Wunderbar. In gefühlten 10 Minuten hineingeklopft und sieht so super aus. Danke. Das war ein riesen Stress für dich. Es war schön, es war tiptop. Selbstverständlich, wenn wir immer allein kochen und weniger dort eine Order angibt und probiert selber alles zu machen, ist es ein bisschen schwierig. Es tut mir leid, ich konnte dich nicht so integrieren. Die Schatz hat zwar gesagt, ich soll dir etwas beibringen, aber kannst gerne mal ins Emmental zu uns kommen, dann können wir kochen zusammen. Ich bin mir das Verhältnis bei der Arbeitsaufteilung in der Koche etwa so gewöhnt von dem. Das ist gut. Aber für das hast du es gut gemacht. Also. Der entscheidende Moment ist gekommen, meine Damen und Herren. Die Fachjury ist gefragt. Sie werden jetzt nämlich das Menü degustieren und nachher ihre Punkte vergeben. Wir grüßen Sie jetzt auf der Bühne, den Bruno Lustenberger, Isabel Meyer und den Walter Glor. Entschuldigung. Genau. So, Isabel, dein erster Eindruck, wenn du das so anschaust. Wer schafft? Ich habe es nicht anders vermutet, wenn man die zwei Posten anschaut da hinten. Gut, man muss schon ehrlich sein, Bruno. Butter brauchst du natürlich auch viel. Das ist ein Geschmacksträger. Yes. Und da haben wir jetzt natürlich alle gesehen, wie viel man reinrührt. Ich denke, bei dir wird man auch nicht immer wissen, wie viel du überall reinrührst. Das ist ja so. Ja, das gehört dazu zu einer feinen Küche. Wobei, da gehen wir heute nicht hungrig haben. Eben, das glaube ich auch nicht. Nein, aber sieht top aus. Sieht gut aus, ja. Interessant. Wie findest du die Kombination, Walter, bei einem Hauptgericht mit dem Schnitzel, dem Mortadella und dem Käse? Ist nicht in meiner Küche, aber ist sicher sehr wertschaft. Und gehen wir ab, was degustieren würde ich meinen, nein, oder? Kommt, die Teller gehören euch. Probiert mal. Wunderbar. Gut. Also. Es ist ja so, unsere Fachjury wird jetzt hier probieren, wird sich durch einen Hauptgang durchkämpfen, nachher durch das Dessert und wie viele Punkte es gibt. Und ob sich Fritz und Christoph schaffen, den Wui und Gabriela zu schlagen, das erfahren Sie gerade nach der Werbung. Bleiben Sie dran! Das ist nicht einfach nur ein Menü, sondern die Chance, das Herz ihrer Traumfrau zu erobern. Das ist nicht einfach nur eine Kochstelle, sondern die neue Vollflächeninduktion von Siemens. So innovativ, dass sie automatisch Form, Größe und Position der Töpfe erkennt. Willkommen zu maximaler Freiheit beim Kochen. Siemens. Die Zukunft zieht ein. Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Clientis Sparkasse Oftringen, die Bank an Ihrer Seite. ISP-Küchen haben für jedes Bedürfnis die passende Lösung. Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und geben Ihnen Impulse. Wohnen und Wohlfühlen mit Hegibau. Zum Beispiel in der Überbauung Sigristareal zu Rotrist. www.hegibau.ch. Für Marmor und Naturstein Toscaton Manufaktur AG zu Gisiken. Metzgerei Sandmeier. Seit 1943 bedienen wir unsere Kunden an der Hauptstrasse in Köniken. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich vom vielfältigen Angebot. Die Würste machen wir noch selber und das Fleisch stammt aus der Region. Das ist uns wichtig.
Metzgerei Sandmeier, bekannt für gute Qualität zu reellen Preisen. Mehr Inhalt, mehr Qualität. Jetzt testen 12 Ausgaben für nur 20 Franken. Tierwelt.ch. Herzlich willkommen zurück zu Promi-Kupp, meine Damen und Herren. Die heisse Schlussphase in der heutigen Sendung mit dem Fritz Scheidegger und dem Christoph Wieri. Ja, 30 Punkte haben Gabriela Zosso und Vujo Gavric vorgelegt. Schaffen ihr zwei 31 Punkte? Fritz, wie hoch ist die Anspannung gerade bei dir? Ja, nicht so wahnsinnig hoch. Ich denke, ich habe das Beste gegeben, was ich können. Und ich habe gesagt, Gabriela hat gesagt, was wirklich eine Bombe gemacht. Das habe ich gesehen, geschmeckt und überhaupt. Und da passt es so, bis es kommt. Die Fragen wir doch gerade die Fachjury. Ja, gerne. Fängt da bei dir. Isabel, wie hat es dir gepasst, das Menü? Es war ein Wirtschaftsmenü. Es war nicht so aufwendig wie das gestern. Aber mal, es war gut. Okay, deine Noten? Hauptgang 4, Dessert 4. Gebe ich 4 und Dessert auch. Das Dessert hat jetzt gerne etwas mehr Zimmer, etwas mehr Kardamom und etwas mehr Süße. Hat es Vermögen verliehen. 6 ist ja die maximale Punktzahl, genau. Von dort her. Ganz eine tolle Note. Ja. 8 Punkte von der Isabel Meyer. Bruno, dein Urteil. Also es ist Wirtschaft, das haben wir ja schon gesehen. Es ist sehr gut abgeschmeckt, das darf man sagen. Der Hauptgang war sehr fein. Nicht der Aufwand war nicht so gross, aber sicher ein schöner Dauer. Beim Dessert muss ich sagen, das hat auch sehr gut ausgesehen. Vielleicht die Garnitur hat es noch ausgemacht. Das war wirklich noch schnell der letzte Schlusspunkt hier. Deine Noten? Meine Noten sind 4 für den Hauptgang und 5 für das Dessert. Der 5. Punkt ist einfach, weil hier noch schnell wirklich arrangiert worden ist und noch ein bisschen Garnitur drauf gekommen ist. Super, das heisst 9 Punkte von dir, Bruno Lustenberger. Walter, jetzt sind wir natürlich gespannt. Ich finde, das Menü ist gut abgeschmeckt. Es ist ein sehr einfaches Menü, würde ich jetzt mal sagen. Es ist sehr wehrschaft, wie wir gehört haben. Und die Präsentation des Desserts ist ein bisschen besser, als jetzt, ein bisschen schöner als der Hauptgang. Der Hauptgang ist wirklich ein bisschen wuchtig. Deine Noten? 4 für den Hauptgang, 4 fürs Dessert. Perfekt, 8 Punkte also auch von Walter. Das bedeutet also ein Gesamttotal von 25 Punkten. Ihr seid auf dem 2. Zwischenrang. Es gibt noch eine 3. Sendung. Wir sind natürlich gespannt, weil es gibt ja auch ganz tolle Preise zu gewinnen in dieser Sendung. Und zwar, der erste Preis ist eine Küchenarmatur von Franken im Wert von 1'500 Franken. Der zweite Preis ist ein 1'000-Franken-Gutschein von Möbelberger zu Oftringen. Und der dritte Preis sind ein 500-Franken-Gutschein für das Bettenhaus zu Hofigen. Denke auch, mit diesen 500 Franken könntest du noch Spass haben beim Einkaufen, gell? Aber der zweite Platz ist jetzt voll bei dir. Jetzt ist natürlich die ganz grosse Frage, meine Damen und Herren, schafft unser letztes Duo? Das sind Matthias Balmer ist auch ein toller Name natürlich, zusammen mit der Stefanie Berger. Wären Sie zwei das schaffen, Gabriela und der Vujo vom Thron stoßen oder nicht, erfahren Sie es in der dritten und letzten Sendung. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Der Schlussapplaus gilt unserem ganz tollen Team hier auf der Bühne. Danke fürs Zuschauen. Ade miteinander. Merci vielmals.